Der Börsenmonat Oktober ist ein schrecklicher Monat für Anleger. In der Regel natürlich. Aber Überraschungen gibt es immer wieder, meine Damen und Herren. Und das haben wir einmal wieder im vergangenen Monat erlebt. Denn die Aktienmärkte, die waren durchaus positiv unterwegs und unsere Mandate natürlich auch. Herzlich willkommen zu Value Compact, die Sendung rund um die Frankfurter Fonds von Shareholder Value. Meine Damen und Herren, lassen Sie uns über die Inflation sprechen. Denn sie ist erhöht und sie wird uns auf diesem erhöhten Niveau noch eine ganze Weile begleiten. Und wenn man nichts dagegen tut, dann geht es an das Vermögen. Genau dazu hat sich unser Kapitalmarktstratege Heiko Böhmer einige Gedanken gemacht. Heiko, ich grüße dich. Ja, das Thema Inflation, das ist wirklich groß derzeit. Und wir sehen es ja überall in den Medien, wird es groß gespielt. Aber was heißt das konkret für das Vermögen der Investoren? Das habe ich mir mal etwas näher angeschaut, um das Ganze jetzt Ihnen auch zu verdeutlichen. Und 3% Inflation, ja, das ist ein reeller Wert, auf den man im Endeffekt kommen kann, wenn man die nächsten Jahre in die Zukunft schaut. Wir haben deutlich niedrige Inflationsraten zuletzt gehabt, aber diese 3%, ja, die sind möglich. Und was passiert bei 3% Inflationsrate mit Ihrem Vermögen? Das habe ich mal hier in dieser Abbildung für Sie zusammengefasst. Und wenn man mal schaut, was sich nach 3, nach 5, ja, nach 10 Jahren hier entwickelt, dann sieht man, dass über 25% Kaufkraftverlust auftritt innerhalb von 10 Jahren. Und der Kampf gegen die Inflation, ja, den kann man beispielsweise sehr gut aufnehmen mit Aktien. Das sind Sachwerte, das sind Beteiligungen an Unternehmen und Sie kennen das aus unseren Aktienmandaten. Aber wir haben noch eine andere Ebene bei diesem Thema, denn wir setzen auch auf Unternehmen, die in der Inflation sehr gut performen. Und das sind Unternehmen, die eine Preissetzungsmacht haben. Was ist der Vorteil dabei? Nun, das sind Unternehmen, die in der Lage sind, die höheren Preise, die derzeit auftreten, dann auch weiterzugeben. Ein Beispiel hierfür ist Microsoft. Das US-Unternehmen bietet ja nicht nur Software an, aber lebt immer noch sehr stark von den Microsoft Office-Paketen. Und hier ist schon eine Preiserhöhung im kommenden Jahr angesagt, zwischen 10% und 20%. Welchen Investment Case wir insgesamt bei Microsoft sehen, ja, das habe ich im aktuellen Frankfurter Investment-Blog zusammengefasst. Das sind Stories zu unseren einzelnen Aktienpositionen, die ich regelmäßig online veröffentliche, bei uns auf der Webseite. Und mein Fazit zur Inflation und zu dem Auffressen des Kapitals ist ganz klar. Aktien sind hier eine gute Chance, sich gegen die Inflation zu stellen und auch weiterhin stabile Renditen zu erzielen. Heiko, ich danke dir. Aber jetzt kommen wir zur Performance unserer Mandate im vergangenen Monat Oktober. Hier sehen Sie auf der linken Seite in Blau der Frankfurter Stiftungsfonds. Das ist das defensive Mandat der Shareholder Value. Und hier im Oktober mit 1,7% und seit Jahresbeginn 11,2%. Ich kann Ihnen nur eins sagen, für ein defensives Mandat eine hervorragende Performance. Und auf der rechten Seite der Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen hat im Oktober satte 3% erwirtschaften konnten und seit Jahresbeginn knapp 20%, meine Damen und Herren. Und es geht weiter mit dem Prima Globale Werte, 3,6%, der Best Performer im Oktober und Year to Date knapp 18%. Und ja, es gab einen Fonds, das ist ja der High Flyer, der hat im vergangenen Monat doch leicht negativ performt, minus 0,8%. Aber dafür war der Start jetzt im November hervorragend. Und seit Jahresbeginn immerhin, da kann man nicht meckern, knapp 40%. Wir sehen jetzt hier auf der nächsten Seite die Top 10 Aktien im Portfolio. Und Sie sehen es ja, unsere Lieblingsaktie, die Seconet mit Abstand vorne, gefolgt von AB InBev, Amazon, Grenke, Montauk, Roche, Ryman Healthcare, AOC, Alphabet und AdTech. Welche Aktien haben einen positiven Beitrag geleistet? Wir sehen das jetzt hier im Grün in der Mitte. AdTech, SolarEdge und die Alibaba aus China. Für Belastungen haben aber auch Grenke, Aqua und Charter Communications gesorgt. Ganz oben auf der linken Seite sehen Sie aber auch die Aktienquote. Also wir sind nach wie vor bullisch unterwegs.
mit 84% brutto sowie netto zum Monatsende. Wie geht es jetzt weiter? Was haben die Aktienmärkte für uns vorbereitet für die nächsten Monate? Das erfahren wir jetzt von unserem CEO und CIO Frank Fischer. Frank, ich grüße dich. Kommen wir nochmal zum Rückblick über den Monat und natürlich auch einen kleinen Ausblick in Richtung Jahresende. Wir freuen uns sehr, dass wir mit um die 20% performen seit Jahresanfang auf unserem alten Erfolgspfad zurück sind und dass unsere alten Zugpferde, wie zum Beispiel die Seconet, die jetzt gerade wieder mit fantastischen Zahlen überzeugt hat. Wir haben also einen Auftragseingang, der ist so stark, dass es sogar wahrscheinlich erscheint, dass die Firma nochmal eine Erhöhung der Guidance, also der Erwartungen, das ist etwas, was man sich noch vorstellen könnte, obwohl die Chip-Knappheit die Hürde ist, die es zu überwinden gilt. Sie wissen, dass die Chipversorgung etwas klemmt und das ist auch bei der Seconet bemerkbar. Das Management traut sich noch nicht, obwohl sie so fantastisch liefern, jetzt schon zu sagen, in Q4, da geht noch was. Aber die Zahlen, die sie gebracht haben, 250 Millionen Umsatz und über 170 Millionen Auftragsbestand, wenn sich ein Teil von dem Auftragsbestand wieder eben wiederfindet in dem Q4, ein Großteil, dann müssten sie nochmal die Guidance erhöhen. Es hat aber gereicht, dass die Aktie einen Satz von fast 20% gemacht hat bei der Ankündigung dieser tollen Zahlen. Und damit ist sie nach wie vor wiederum die größte Position im Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen, hat aber auch in den anderen Mandaten bei uns wirklich gut getan und die Performance nach vorne gebracht. Das ist übrigens auch bei der AB InBev der Fall gewesen. Dort ist es so, dass wir sowohl in Brasilien wie auch in Kolumbien und in Afrika eine wunderbare Entwicklung im Biermarkt haben. Und besonders erfreut hat es uns, dass dieser Weltmarktführer, der die Nummer 1 im Markt des Bierbrauens ist, es geschafft hat, die steigenden Preise der Rohstoffe überzuwälzen auf die Konsumenten und das eben zu guten Erträgen geführt hat. Auch die Digitalisierung, man hat viel mehr Daten über die Konsumenten, über die ganze Liefer-, Logistikkette, all das hilft, dass man eben, wenn zum Beispiel das Bier ausgeht, schnell wieder nachliefern, dass die Konsumenten eben rankommen an den guten Stoff und dementsprechend brummen die Geschäfte bei AB InBev. So ein paar kleinere Titel, von denen konnten wir uns jetzt verabschieden, die Studio Babelsberg, dort haben wir diese Aktie zur Übernahme eingereicht und die Schaltbauübernahme, über die ich letzten Monat auch geredet habe, ist jetzt vollzogen worden und der Cash ist geflossen und steht für Neudispositionen auch zur Verfügung. Ein Teil davon haben wir auch schon verwendet und haben, da hat mein Kollege Heiko Böhmer ja auch schon berichtet, die Microsoft-Position unter anderem ausgebaut, weil wir dort eine tolle Perspektive sehen. Ja, noch kurz zum Ausblick. Q4, immer ein starkes Quartal. Die ganze Periode, so von November bis in April hinein, saisonal stark unterstützt. Und trotz Tapering ist es so, dass die Liquidität immer noch gesund ist. Wir müssen nur sehen, dass sich die jetzt tendenziell rückläufig entwickeln will. Und das liegt daran, dass die Fed eben sagt, wir drucken nicht mehr so viel. 15 Milliarden weniger pro Monat bedeutet, der Markt kriegt nicht mehr so viel Liquidität zur Verfügung gestellt. Und das wird sich irgendwann auch bemerkbar machen. Also muss die Konjunktur gut laufen, die Gewinne müssen wachsen. Dann kann das mit dieser schönen Rallye zum Jahresende weitergehen. Wir müssen eben sehen, dass da die Stimmung, die gute Stimmung, auch irgendwann mal in Euphorie zu kippen droht. Und das werden wir verfolgen für Sie und dann auch etwas defensiver gehen, wenn sich das abzeichnen sollte. Das ist noch nicht der Fall, aber wir passen auf. Und wir schätzen, dass wir noch eine ganze Ecke vor uns haben an guter Performance, weil noch viel Cash auf der Seitenlinie wartet, wieder neu angelegt zu werden. Und dementsprechend kann die Performance auch noch über die 20% laufen. Darauf freuen wir uns. Ich hoffe, Sie auch. Bis zum nächsten Mal. Ja, danke, lieber Frank. Das hört sich schon mal ganz gut an. Nun, das war's erstmal für die November-Ausgabe von Value Compact. Aber keine Sorge, es gibt noch viele weitere Ausgaben. Es gibt natürlich auch die Fondsgipfelakademie. Sie sehen jetzt hier die Folie mit den vielen tollen Referenten.
Sie wissen es ja, das ist die dritte Ausgabe, ist jetzt Anfang November gestartet und viele tolle Referenten warten natürlich auf Sie. Unter anderem unser CEO Frank Fischer, aber auch Markus Koch, Robert Halver und so weiter und so fort. Eine lange Liste von Experten. Melden Sie sich an, das ist die kostenlose Weiterbildung für Sie von uns. Ich freue mich, wenn Sie sich anmelden. Aber das war es dann wirklich für die Value-Kompakt-November-Ausgabe. In diesem Sinne, machen Sie es gut, bleiben Sie investiert, bleiben Sie gesund. Cheerio.